Hola, me llamo Elena, soy española y vivo en Alemania desde hace 6 años. Natürlich gibt es viele Unterschiede zwischen den Ländern. Heute stelle ich euch vor 3 Dinge, die ich sehr lustig finde. Also, diese Toilette erinnert mich. Als ich erstmal nach Deutschland kam, habe ich erstmal diesen Flachspüler-Toiletten gesehen. Es gibt die zwar nicht oft, aber ich verstehe nicht, was das soll. Ich weiß, dass die Gesundheit ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, jeden Tag zu sehen oder zu untersuchen, was ich hinterlasse. Die Deutschen genießen es wirklich, wenn die Sonne scheint, vor allem hier in Norddeutschland. Eine Freundin hat mir erzählt, dass sie die richtige Bedeutung von Carpe Diem erst hier in Deutschland verstanden hat. Man muss den Moment nutzen, weil man weiß nicht, ob in 10 Minuten es wieder bewölkt wird. In Spanien, wir verbringen viel Zeit draußen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es nicht richtig schätzen, was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Für die Deutschen ist das Backen sehr, sehr wichtig. Auf der Arbeit, wenn jemand einen Geburtstag hat, bringen meine Kollegen die leckersten und schönsten Kuchen mit. Ich habe sogar dieses Buch geschenkt bekommen, aber ich kann einfach das deutsche Backniveau nicht erreichen. In Spanien, wir backen nicht so viel und wir würden unsere Kollegen eher zum ein Bier und Tapas einladen. Aber die deutsche Art finde ich auch sehr gut. Das waren 3 Sachen, die ich lustig finde. Aber natürlich gibt es tausende andere Sachen, die ich über Deutschland und seine Leute gelernt habe. Und je mehr ich entdecke, desto besser gefällt es mir.